Ich glaube, wir müssen uns das gar nicht durchlesen. Wenn ihr Fragen habt, so ein bisschen, an so ein bisschen was erinnere ich mich noch von früher. Wir haben es nie durchgespielt, wie gesagt. Aber ich glaube, dass ich sollte relativ schnell reinfinden. Wir haben ja auch vor kurzem noch Welcome to the Game gespielt. Da ähneln sich ja so ein paar Sachen. Ich würde sagen, wir hüpfen einfach mal rein, bevor ich zu viel rede. Warte mal, was ist das? No threats, 7 nights total for those who just want to solve cases. Das ist vielleicht interessant für den einen oder anderen Zuschauer, für die eine oder andere Zuschauerin. Hier gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. Gab es in Welcome to the Game 2 auch, aber da gab es halt nur normal oder hardcore und beide waren verhältnismäßig schwer. Hier gibt es einen Modus, wo die Bösewichte nicht auftauchen, wo ihr keine Angst haben müsst, dass ihr angegriffen werdet, gekidnappt werdet, wo ihr euch voll und ganz auf dieses Detective-Zeug konzentrieren könnt, was zugegebenermaßen sehr spaßig ist. Finde ich super cool an dem Spiel. Casual, no permadeath, 5 nights total for casual experience. Chat, wie wär's, wenn wir mit casual anfangen? Wir ziehen heute casual durch und dann können wir überlegen, ob wir die nächsten Tage das auf normal probieren. Das ist vielleicht gut zum Reinkommen. Sollen wir machen? Hier gibt es auch nur 5 Tage. Das heißt, in dem anderen Modus gibt es 10 Tage. Das hier quasi so als Tutorial zum Reinkommen. Und dann können wir, wenn wir eingespielt sind, nochmal darüber nachdenken, ob wir normal angehen. Ein andermal. Alright. Let's go. Achso, Alert sollte ich vielleicht noch ausmachen, wa? Abgesehen davon, Dankeschön für die Follows. Herzlich willkommen. When she was a kid, Luna aspired to be a superhero. Not the ones in skin-tight suits that could fly, but the ones that identified connections where others didn't. She wanted X-ray vision to observe criminals when they tried to hide from the law, and supersonic hearing to listen in on mischievous talks, then a measure of heightened strength to restrain the guys bigger than her. This was all she craved when she was a child. As she became older, her ambitions took a more realistic approach, which seemed in direct opposition to the surreal tone the news took. The facts became the new dystopian fiction. The world grew louder each year. Hey, Agent. More Hi. Violent, or more visible than the year before. Her generation grew up looking to cull the increasingly violent trends that saw mass incarcerations, drug wars, and serial killers studying to gain notoriety. Luna took the analytical route in her quest for justice, feeling more at home processing case files, evidence, and connecting dots. Her cousin, a sister almost, enrolled in the academy and became an officer of the law. Even extended family, no matter how far away, seemed to gravitate towards law enforcement, almost as if it were in their blood. A murderer becomes a serial killer with just 2 more kills, a co-worker informed her over scones and coffee one morning. This one had 3 total that day, but that number hit double digits soon enough, accumulating corpses of officers, criminal lawyers, and several field investigators to a growing pile of victims. The news on TV, becoming more unreal as the years ticked on by, ran the Blue Blood Killer story 24/7. Luna knew about the local serial killer, more so than most thanks to all the overtime spent processing corroborative evidence for their many crimes. However, it still felt more like gossip and fabricated plot points. At least, until that phone call made something so artificial an actuality. The call came in the middle of the night, as unexpected as a bullet in the dark. Her cousin, the exemplar of a police officer, had been killed. It was just the tragically common traffic stop gone wrong, or armed robber with a weighted pistol. Maybe Luna could have mourned and pushed on, but it wasn't any run-of-the-mill incident that was so characteristic of headlines. No. It wasn't that, because life had long turned into a phantasmagoric nightmare. Officer Sarah Youngman, revered by all that mattered, died at the hands of the Blue Blood Killer. Who he was or who they were. Ich habe das Spiel sehr leise gemacht, weil die Intro-Musik im Hauptmenü sehr laut war. Wir machen es gleich noch ein bisschen lauter. Während des Intros geht's leider nicht, tut mir leid. But more than the long list of confirmed victims and possible connections Luna herself had registered and slept away, this monster killed Sarah. Somehow, that turned the boogeyman into a living, breathing threat.
No longer was this tyrant a thing she filed at the end of the day. It wasn't an obsession of the media. He was here. And if not in the literal sense, then definitely in her mind. This realization gnawed at her for months after the real mourning faded. Luna's acceptance stage barely registered before she fell swiftly to anger once again. And it never genuinely went away. Luna craved a name. She wanted to know who killed the sweetest woman in the world, despite so-called dirty cops walking free. Luna needed justice. What was it about her cousin that triggered this killer in the first place? Could it be that she stood for everything a cop should be? A perfect example of morality, protectiveness, mentality, and heart? Officer Youngman was everything demanded and the ones that protected them. And Luna wouldn't allow her memory to fade away as another statistic. Day in and day out, she spent the connection she'd built up through work and routing. Geht das noch lang? Ich kann noch auf Toilette? To see if there was something no one else saw. Cop friends that never steered her wrong came up empty-handed. Family members with careers linked closer to the real action knew little else than the papers. Even the old-timers that knew things few else did all but shrugged when she pressed them for clues. She needed leads first, but there were none. So, in a last-ditch effort, she resolved to chew her boss for leeway. Luna did all she could for any little morsel of information, regardless of the fallout. Being an investigations analyst for the district attorney's office had its perks, but it only teased her for all the good it did with building an idea of who this killer was. Her boss knew what she was after, but he followed the rules as strictly as Luna did. Being shut down by him just meant there was one less layer between a law-abiding citizen and vigilante justice. With each denied application for information outside her classification, Luna saw the justice system's holes appear and broaden. Sometimes the law hindered what mattered. Progress couldn't always continue behind red tape and protocol. Perhaps, in cases like these, rules were meant to be budged. Maybe she couldn't talk her way into databases and case folders. Maybe it wasn't so easy as to read reports on other victims, hoping a eureka moment hit her. If she were going to make any change, it had to start with her, with citizens willing to help. Yes, Luna respected the law, and she would uphold it as Sarah would have wanted, but she couldn't stand idly by any longer. One morning, she called in sick, made flyers, and pinned them around town. She started a neighborhood watch that day, and by the next day at work, Luna couldn't think of anything else. It started with one report, then two, then three and four, and more. Before she realized what was happening, her small network of retired cops and nosy neighbors had become a full-on crime watch program that spanned beyond the neighborhood, the suburbs, and into town. At times, the number of reports felt too much for one person. But for the hundreds of thousands of people less prepared for human horrors as Sarah was, Luna felt that a couple of sleepless nights was the least she could do. Luna had to get her answers somehow. I should get to my computer and get the night started. Fuck, warum ist mein Timing heute so schlecht? Es tut mir so leid. Sind wir schon tot? Oh oh. Wie lange sind wir schon hier? Ich hab Angst. Ist on point gewesen? 4 Sekunden? Oh shit, okay. Okay. Oh wow, das ist gut. Wow, nice. Also. Chat, willkommen in unserem Haus. Wenn das hier geht, nicht gut. Das offene Fenster führt zum Tod. Also, dieser Riegel ist relativ klein. Ich hoffe, ihr seht den. Riegel nach links bedeutet, ist offen. Offen ist tot. Riegel nach rechts bedeutet, alles gut. Ist abgeschlossen. Perfekt. Hier ist unser Badezimmer. Ich glaube, das hat keine Fenster. Das können wir getrost ignorieren. So.
Nächstes Fenster, das wir überprüfen als erstes. Riegel war nach links. Jetzt ist der Riegel rechts. Ist abgeschlossen. Hier ist der Router drin. Wenn das Internet wegfällt, müssen wir hier hin und den neu starten. The most useless room in gaming history. Ich glaube schon. Also ich glaube, das Badezimmer kann man tatsächlich ignorieren, ja. Nächstes Fenster ist offen. Jetzt ist es zu. Und hier haben wir, glaube ich, den Sicherungskasten. Wichtig für den Fall, dass wir einen Stromausfall miterleben. So. Hier ist ein Kämmerchen. Da könnte sich einer der Killer später drin verstecken. Deshalb lassen wir die Tür offen. Merkt euch das. Wichtig für später. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Alright. Ich glaube, die Haustür kann man nicht weiter abschließen. Genauso wenig kann man die öffnen. So. Ups. Konnte man die Vorhänge nicht auch irgendwie zur Seite ziehen, Chat? Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Okay, alles abgeschlossen. So. Das Spiel beginnt. Oh, also, noch eine Sache. Wir werden halt, so ähnlich wie bei Welcome to the Game war es ein bisschen anders. Wir werden halt hier am PC arbeiten und zwischendurch immer wieder aufstehen und einen Rundgang durch die Wohnung machen. Wichtig. Bei dem Rundgang achten wir auf zwei Sachen. Einmal achten wir darauf, ob diese Riegel der Fenster immer noch nach rechts verschoben sind, ob die Fenster immer noch abgeschlossen sind. Und das zweite, worauf wir achten, ist, ob irgendwo das Licht ausgegangen ist. Das passiert zwischendurch. Hintergrund ist, dass, keine Ahnung, die Elektrik ist nicht mehr die neueste, frag mich nicht. Jedenfalls ist es wichtig, dass wir die Räume beleuchtet halten. Räume, in denen es dunkel wird oder in denen es über längere Zeit dunkel ist, sind quasi eine Einladung an einen der beiden Killer. Der sucht sich dunkle Räume und will dann über diese dunklen Räume einbrechen. Deshalb immer wieder Licht anmachen, Licht anmachen, Licht anmachen. Super wichtig. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt, immer her damit. Hallo Freaks, guten Abend. Oh, yeah. I need to read that email and check out those bolos. Email? Oh, right. Von Luna to contact at above beyond electrician.com. Ah, das ist vielleicht sogar das mit den Lichtern. Sie hat eine Elektriker geschrieben. Hey, lights throughout my home are randomly turning off without me touching any of the switches. Also, if I leave my security camera light on too long, the breaker trips. I'd like a quote and your soonest possible opening to get this mess sorted. Hello, Luna. I'm super busy the next few weeks. In the meantime, I suggest flicking the light switches on and off a few times to get them to turn on. There's probably a short or loose wiring that has been causing the lights to turn off. For the camera light, limit your use to shorter bursts to avoid flipping the breaker. It sounds like it's drawing more power than your breaker was rated for. The diagnoses above are just assumptions, and at this point, I can't give you a quote, unfortunately, without first coming to your home. Bla 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 bla. Also, pass auf. Die Lichter gehen immer wieder an und aus. Sie hat einen Elektriker beauftragt, der sagt aber, er ist gerade unterwegs, er hat keine Zeit, dauert ein bisschen, bis er vorbeischauen kann. Deshalb müssen wir halt immer wieder rumgehen und gucken, ob die Lichter von alleine ausgegangen sind und die notfalls reaktivieren. Das zweite ist, der zweite Part dreht sich um die Sicherheitskameras. Wir werden, während wir am PC arbeiten, auch immer wieder auf den Feed der Kameras zugreifen, immer wieder in den Garten gucken über unsere Sicherheitskameras. Und gegebenenfalls entdecken wir einen der beiden Killer, wie er von weit weg angerannt kommt und unser Grundstück betreten will. Wenn das der Fall ist, wenn da jemand versucht, sich Zutritt zu unserem Grundstück zu verschaffen, haben wir die Möglichkeit, über die Kameras so ein Licht einzuschalten, womit wir den Killer vertreiben können. Wir können ihm zeigen, hey, du wirst gerade aufgenommen, ich sehe dich, blink, blink, verpiss dich, sonst hole ich die Polizei. Wiu, wiu. Wenn wir das Licht allerdings über einen längeren Zeitraum anlassen, wenn wir das zu lange anlassen, das Licht, dann fliegt die Sicherung raus und wir sind in kompletter Dunkelheit. Plus der Killer kommt uns holen. Das ist ein Szenario, das wir nicht haben möchten. Deshalb gibt es immer nur kleine Lichtstöße. Bip, 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 bip. Ja.
Genau. Okay, soweit so gut. Mr. und Mrs., danke für den 11. Monat. Vielen lieben Dank, Hallöchen. Und hübsch genäht, danke für den 35. Monat. Hoffe, euch geht's gut. Dankeschön. Okay. So, die Bolos. Ja, das sind die Killer, die beiden. Last night I thought, erst der Linke. Last night I thought I heard something outside my house. So I promptly checked my security cameras to see what it was and saw a strange man creeping around. Unsure of what this person was doing, snooping around outside, I shined the camera light on them to get a better look at who it was. After clearly being caught, he ran off. But after checking the footage a couple times, his face seemed so familiar. It dawned on me after the fact that he matched the description of the man police were after for a murder. Der wird also wegen Mordes gesucht, der Gute. It's our duty as members of the Watch to keep the community safe and aware of what's going on. I recommend everyone shares this message to monitor your cameras and, if available, use your camera lights to deter any suspicious person away from your property. Den anleuchten, um ihn zu vertreiben. Okay. Der hier. As of today, we've notified the agency about a potential suspect we believe is involved in a sex trafficking ring. Our suspicion comes from the disappearance of a number of female victims and an eyewitness account of one woman who was able to escape. Der hat es also gerade auf junge Frauen abgesehen. Menschenhandel und die dann für Sexgeschäfte kidnappen und verscherbeln. Das ist so sein Business. Eines der Opfer ist entkommen und konnte ihn dann so ein bisschen beschreiben. Okay. We know that the man operates alone and at night specifically. He is around 6 feet tall, bald, white, medium built and has a forearm tattoo. We'd like to stress this message specifically to the women, as you could in fact be his next target. Based on the track record, it seems as if he is looking to kidnap women exclusively. It's also come to my attention that the builder who developed many of the homes in this area cut some corners. Many of the reports point to a compromised window locking mechanism as the culprit behind the unwanted entries. Security is key here. Leave your lights on. Ensure your windows are locked. Also der Typ, der die Häuser designt hat, oder wer auch immer sich die Fenster für die ganzen Nachbarschaftshäuser ausgesucht hat, der hat da vielleicht ein bisschen Geld gespart, denn die Fenster sind leicht zu knacken. Wir haben die zwar alle abgeschlossen, aber da ist ein bekanntes Sicherheitsrisiko. Man kriegt von außen diesen Sicherheitsstift leicht umgelegt. Und das ist der Grund, warum wir halt, wie schon erwähnt, immer wieder alles abgehen, die Lichter checken und auch die Fenster überprüfen, ob die nach wie vor abgeschlossen sind. Soweit so gut. Das sind unsere Bösewichte. Meeresprinz, danke für 2 ganze Jahre. Guten Abend. Hi, hoffe, dir geht's gut. Sicherheitskamera. Das ist der Blick nach draußen. Das ist das Licht, dass ich nicht zu lange spammen darf. Das ist eine andere Kamera. Warte mal. Diese Seite. Der Garten hinten. Und dann sind wir wieder hier. Wir haben 3 Kameras, die wir im Visier behalten. Oh. Nächste Sache. Auch hier müssen wir wieder unsere Ohren spitzen. Das war bei Welcome to the Game wichtig und das ist auch hier wichtig. Es könnte sein, dass wir eine Eule hören, dass wir ein Flugzeug hören, dass wir ein Auto hören, das an der Straße an uns vorbeifährt. All diese Geräusche sind, also, keine Ahnung, all diese Geräusche sollten uns dazu veranlassen, die Kameras umgehend zu überprüfen. Es gibt bestimmt ein paar Geräusche, die wichtiger sind als andere. Ein paar Geräusche kann man vielleicht ignorieren, ein paar andere nicht. Dafür bin ich nicht krass genug drin. Mein Take ist, egal was wir hören, wir springen sofort zur Kamera und gucken sofort rum. Wichtig. Apropos, haben wir es lauter gestellt wieder? Ich mach's mal so. Okay. Okay. Ansonsten, die Apps können wir uns rumziehen, wie wir lustig sind. Ich weiß gar nicht mehr. Was? Oh. Carbon, danke für den 9. Monat. Hey, unser Baby ist fertig. Wie nennen wir es? Vielen, vielen Dank. Hallo. So, das ist der Report Desk. Und hier ist unser erster Report. Jetzt fängt's an.
David Garvey heißt unser Verdächtiger. Folgendes steht drin. I happened to run into Mr. Garvey today while walking in the woods. Okay, irgendjemand ist ihm mitten im Wald begegnet. We spoke briefly and for some reason he was covered in blood. Irgendjemand ist also dem Verdächtigen im Wald begegnet und der Verdächtige war blutüberströmt. Es sah so gruselig aus, ich kann es kaum beschreiben. Er hat mir erklärt, dass er vor kurzem gerade ein Reh erschossen hatte. He described the deer as a big, fat, ugly bitch. Okay, das Reh, das er erschossen hat, hat er als big, fat, ugly bitch bezeichnet. Könnte auch eine Frau mit gemeint sein. Vielleicht hat er irgendwie seine Ex-Freundin erschossen oder so. I don't know. Who, according to him, couldn't even run from a beast. Okay, sie konnte nicht mal der Fettleibigkeit entkommen. I know that he lost his hunting license a few months ago, but I was just too afraid to ask. Oh. Der Verdächtige scheint also auch schon seine Lizenz zum Jagen aberkannt bekommen zu haben vor einer Weile. Und trotzdem jagt er noch. Vielleicht Tiere, vielleicht Menschen. So oder so, jagen dürfte er eigentlich nicht mehr, nach der Aussage dieser Person. And he had this funny look in his eyes. Nobody knows much about him, and all this just won't let me go. I was never very good at describing what is wrong with people, but believe me when I say that there is something wrong with this person. Okay. Er hatte wohl auch einen verrückten Blick drauf, aber das kann ja viel heißen. Kurz haben wir in die Kameras geguckt. Safety first. Alright. So. Oh, Eule. Nochmal in die Kameras gucken. Schnell. Seht ihr irgendwas? Manchmal sieht man ihn halt schon aus den Wäldern angerannt kommen. Oh. Wisst ihr, worauf wir auch achten müssen? Moment. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Die Eule kann... Also diese Geräusche können nicht nur bedeuten, dass der Böse von hinten angerannt kommt. Die Geräusche können auch bedeuten, dass die Lichter um uns herum ausgehen. Bro, kannst du... Wie steht es um die Sicherheitsstifte? Noch beides nach rechts? Der ist auch noch nach rechts? Der ist auch nach rechts. Schon wieder ausgefallen, vor meiner Nase. Wow. Chat, wir spielen... Ich dachte, das wäre der Casual Mode, Junge. Hehe. Okay. Soweit, so gut. Was ist mit den anderen Räumen? Stift ist, glaube ich, rechts. Stift ist rechts. Ja, wenn es zu lang dunkel ist, dann kommt der Typ und bricht ein. Das heißt, sowas darf uns nicht passieren. Okay, Licht gerade frisch reaktiviert. Wir sind hoffentlich, bleiben erstmal verschont von weiteren Räumen, wo das Licht ausfällt. Let's go. Wartet. Sicherheitskamera. Kann nicht schaden. Okay. So. Pro Tag gibt es so eine Mindestanzahl an Fällen, die wir aufklären müssen, sonst gehen wir Game Over. Wenn man über diese Mindestanforderung hinausgeht und mehr Fälle bearbeitet als nötig ist, bekommt man Cash, extra Cash und kann davon seine Apps upgraden. Dass die Abfragen schneller passieren, dass man die Passwörter schneller knackt, so ein Kram. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Außerdem dürfen wir uns nicht zu viele Fehler erlauben. Wir bestimmen ja über das Fax und über den Schredder, wen wir für unschuldig befinden und wen wir für schuldig befinden. Wenn wir einen Schuldigen schreddern, einen Unschuldigen also unbestraft davonziehen lassen, wenn wir jemand Schuldiges unbestraft davonziehen lassen, gibt das einen Minuspunkt. Wenn wir jemand Unschuldiges anklagen, zur Polizei weiterladen, gibt das einen Minuspunkt. Wenn wir jemand Schuldiges richtigerweise an die Polizei melden, aber unzureichende Beweise beifügen, gibt das einen Minuspunkt. Zu viele Minuspunkte, gleich Game Over. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir müssen also ordentlich arbeiten. So, Social Spy. Name David Garvey. Mal gucken, was das Ding ausspuckt. No results found.
Das heißt, er hat keine... Ach so, das bedeutet, er hat kein Facebook und so, ne? Aber was ist mit seinem... Hä, wartet mal. Bin ich doof? Age 50 bis 60. Gruseliges Geräusch. Ugh, damn it. Internet went out again. I need Internet. To go reset the router in the backroom closet. Internet ist ausgefallen, wir müssen gleich zum Router laufen. Jetzt haben wir gerade noch ein Auto gehört. Ich sehe aber niemanden angerannt kommen. Ich glaube, wir sind erstmal safe. Alright. Es gibt wieder Scrutinize. Ja, geil. Hallo, how about that? Was geht? Ja, spontan haben wir uns dazu entschlossen, das heute anzuspielen. Während ich den Router neu starte, bin ich quasi gestunt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann die Zeit nicht nutzen, um nach vorne zu laufen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Okay. Und das hier ist auch super wichtig. Die Tür muss offen sein. Ansonsten ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass da jemand reingegangen ist und sich kichernd da drin versteckt. So. Größe unbekannt, aber wir suchen einen Mann. Das reicht schon. Ich glaube, mehr Sachen muss ich nicht angeben. Wir kennen ja den Namen. Wir halten auch schon nach David. David Garvey, das ist der hier. Warte. Flugzeug. Sehe aber nichts. Sind irgendwelche Lichter ausgegangen? Ihr seht schon, man ist viel in Bewegung. Also gibt Tage, an denen gibt Momente, da kann man etwas ruhiger alles durchsuchen. Also in Ruhe am PC bleiben und Spaß haben. Und dann gibt es Momente, wo man alle Nase lang aufsteht, weil man Angst hat, irgendwo ist das Licht ausgefallen oder da kommt jemand näher. So, das ist der Typ, Chat. David Garvey. Der war blutig im Wald. Und hat erzählt, er hat eine dicke, fette Bitch abgeschossen oder so. Polizei könnten wir abfragen. Wie sieht's hier aus? David Garvey. Ist ja schon mal auffällig geworden bei der Polizei. Ist er? Oh, okay. A 911 call dispatched myself, Officer Sloan, and Officer Adams to Mr. Garvey's house on suspicion that he was holding and torturing a neighborhood dog. When we entered the suspect's home, he confessed to eating the dog and burying the remaining carcass in the garden with an old suitcase. Also die Polizei wurde schon mal gerufen wegen dem Typen. Ihm wurde vorgeworfen, den Hund entführt zu haben, den gefangen zu halten und zu quälen. Als die Polizei ankam, gestand dieser Mann, ja, sie haben recht, aber sie kommen ein bisschen zu spät. Ich habe den nicht nur gefoltert, ich habe den auch getötet. Und nicht nur das, ich habe den auch gegessen, den Hund. Und das, was übrig geblieben ist, ist jetzt in einem Koffer begraben in meinem Garten. Oh, Piri, danke für den 23. Monat. Hallo. The only reason he gave was, I want to try everything once. Als Antwort darauf, warum er das getan hat, hat er gesagt, ich will alles einmal ausprobiert haben. Vielleicht hat er im Wald einen Menschen getötet und Menschen gegessen. And wanted us to know that he had treated the animal well and gave it a quick death before eating it. The owner is going through with compensation charges and the county has gone through with charges of animal abuse, animal torture and the illegal slaughter of an animal for the purposes of consumption or trade. Das können wir jetzt schon mal, das ist ja ultra verdächtig, das könnten wir jetzt schon mal als Beweis beifügen. Aber wir finden bestimmt noch mehr. Okay. So, jetzt das interessante Zeug, Chat. Sim, das ist ein Handy. Das ist der coolste Part. Sich auf die Handys der Verdächtigen hacken. Warte mal. Jetzt brauche ich das Rootkit, richtig? Ja.
Und hier gebe ich diese E-Mail ein. Und ich glaube, dann gibt es einen Skill-Check. Right. Wir müssen schnell genug diesen Punkt finden, wo es piept. Und dann können wir es cracken. So. Draußen wird es etwas lauter durch den Wind. Achtung. Okay. Ich mache nochmal eine kurze Runde durchs Haus. Ich habe Angst. Hey Sven. Hi. Gut, dass wir eine Runde gemacht haben. Ist noch abgeschlossen. Halle Fenner. Ist auch noch abgeschlossen, alles gut. Ist es von der Lautstärke okay? Ist halt wie Welcome to the Game. Relativ leise. Und ruhig im einen Moment und dann kommt ein Jumpscare und das wird scheiße laut. Passt? Okay. Soweit so gut. Okay, was hat er gegoogelt? Preis für Benzin, News, Cooking Recipes for Meat, okay, Rezepte für Fleischzubereitung. Was ist Necrophilia? What does human meat taste like? Er hat gegoogelt, wie Menschenfleisch schmeckt. Auch das könnten wir jetzt nehmen und als Beweis quasi in dem Dokument beifügen. Da das der erste Tag ist, haben die Dokumente noch nicht so hohe Ansprüche. Wir können jetzt hier und heute am ersten Tag nur einen Beweis beifügen für die Polizei. Die darauffolgenden Tage wird das alles etwas komplexer. Da werden dann teilweise 2 Beweise, 3 oder 4 Beweise gefordert. Wenn wir jetzt also am ersten Tag jemand Verdächtiges finden, könnte es sein, dass wir über 5 Beweise stoßen, aber nur einen davon abschicken müssen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Das wäre jetzt auch ein guter Beweis. Ein Indiz dafür, dass er vielleicht schuldig ist. Dass er gegoogelt hat, wie schmeckt Menschenfleisch. Aber wir gucken erstmal weiter. Was hat er für Pictures? Eine Frau, die weint. Ist das Kunst? Oder ist das jemand, den er mitgenommen, eingesperrt und gegessen hat? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Beweis, vielleicht auch nicht. Seine Waffenkollektion. Ich mache mal den Polizeibericht raus und mache das Foto rein. Vielleicht ist das jemand, den er gekidnappt hat. Und dann haben wir noch eine Textnachricht. I'm telling you for the very last time, get the fuck out of my hunting ground or there will be consequences. Bite me. I know you had something to do with that missing woman from the hotel and I'm gonna prove it to everybody. Otto? Lichter angucken. Okay, also er hat da so eine Konversation mit jemandem, der sagt, hey, ich weiß, dass du dafür verantwortlich bist, dass diese Frau vermisst wird. Und ich werde es beweisen. Das heißt, dem Verdächtigen wurde gedroht. Mal gucken, was er geantwortet hat. Fahr zur Hölle. Du kannst nichts beweisen ohne Beweise. Du kannst nichts beweisen ohne Beweise. Und jetzt verpiss dich. Wait up, old freak. I will not rest until I put you behind bars. We'll see about that. Okay. Die haben sich einfach nur beleidigt ansonsten. Chat, jetzt müssen wir entscheiden, schuldig oder unschuldig. So richtige Beweise haben wir nicht gefunden. Es hat geklopft. Wartet, ja. Warte, hat es? Vielleicht habe ich geklopft. Das Bild der Frau könnte halt, vielleicht ist das die Frau, die entführt wurde. Wissen wir nicht zu 100%, aber ich würde es auch abschicken. Jetzt ziehen wir das Icon wieder. Ah ne, ich klicke aufs X, dann kommt der Zettel wieder hier oben hin. Links wäre freilassen, der ist unschuldig. Rechts ist ab zur Polizei damit. Ob wir richtig liegen oder nicht, sehen wir jetzt hier oben in dieser Taskleiste ganz oben. 0 von 6 bedeutet, wir haben bisher noch keine falsche Aussage getätigt. 6 Fehler dürften wir, nee, 5 Fehler dürften uns erlauben. Ab dem 6. wären wir Game Over. Das zweite ist,
Die maximale Anzahl an Fällen, die wir heute Nacht aufklären können, wenn wir wollten. Wenn wir 4 Fälle aufklären, bekommen wir extra Geld und dürfen früher schlafen gehen. Entkommen also der Gefahr etwas früher. Und das dritte ist, so viele Fälle müssen wir auf... Nee. Today's Bonusquote. Oh. What? Irgendein Bonus? Keine Ahnung. I don't know, Chat. Und das hier mit der Akte, das sind die Fälle, die wir lösen müssen, um... Die wir mindestens lösen müssen. Die Mindestanforderung. Wir müssen heute Nacht 2 Fälle lösen, ansonsten Game Over. Zur Polizei. Bei dem Fehler ist nichts dazugekommen. Das heißt, super gut. Wir haben 1 von 2 Fälle gelöst und das war richtig. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Gute Arbeit, Chat. Sorry, dass ich noch so viel rede am Anfang. Sobald wir alle, ne, sobald jeder Bescheid weiß, wie das Prinzip ist, werde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger erklären, aber für den Anfang ist das vielleicht gar nicht so schlecht. So, nächster Fall. Diesmal wissen wir nicht, um wen es geht. Das heißt, es kommen vielleicht mehrere Leute in Frage. I went to the store to get a pack of cigarettes and on my way back I saw this big guy checking around my neighbor's car. He was messing around with the back right tire and I saw him pull something out of his pocket, but I had no idea what it was. He just looked suspicious, you know. I approached the guy. He got defensive and kept asking me what I was looking for. I didn't want to cause any trouble with him, so I walked off. And as I was walking away, I saw him pull out his phone and call someone. Okay. Also, die Person, die uns das hier gemeldet hat, sagt Folgendes. Achso, Chat. Ist es nervig oder okay, wenn ich die Sachen übersetze? Ich weiß, dass nicht jeder sich mit Englisch wohlfühlt. Deshalb übersetze ich die Sachen immer. Ich weiß, dass ein Großteil von euch direkt weiß, was Sache ist, aber vielleicht für die Person, die sich da, ne? Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich weiß, dass ein paar Leute halt sonst außen vor gelassen werden würden. Das ist vielleicht ein bisschen doof. Nervig? Ja, wenn man Englisch kann und so, dann denkt man sich so, ja, weiß ich doch. Habe ich doch schon verstanden, Junge, mach weiter. Ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Okay, sorry. Also, der Typ hat jemanden gesehen. Der Typ wollte einkaufen gehen und auf dem Weg zum Einkaufsmarkt, zum Supermarkt, hat er gesehen, wie so eine verdächtige, großgewachsene Person an einem Auto seines Nachbarn rumgefummelt hat. Der hat irgendwas am Reifen gemacht. Was genau weiß die Person nicht, aber als sie darauf angesprochen wurde, ist er so ein bisschen defensiv geworden, hat gefragt, ja, was willst du denn, was interessiert dich das, los ist die Leine. Und im Abgang hat dann die Person, die uns das gemeldet hat, gesehen, dass der Verdächtige noch ein Telefon rausgeholt hat und jemanden angerufen hat, während er da an dem Auto stand. Keine Ahnung, vielleicht... Weiß ich nicht. Muss jetzt nicht so verdächtig sein. Aber wir sollten der Sache nachgehen. Und zwar handelt es sich um jemanden, der 30 bis 40 ist. Jemand, der 6 Fuß groß ist. Jemand, der 170 schwer ist. Sagen wir mal 150 bis 175. Und sagen wir mal, I don't know, so 6 bis 6,6. So. Haare waren schwarz. Und Augen waren braun. Mal gucken, auf wie viele Leute das zutrifft, diese Beschreibung. Auf niemanden. Gehen wir mal mit der Größe ein bisschen runter. Okay, jetzt kommen 2 Leute in Frage. Eule, Vorsicht. Seht ihr jemanden? Kurz durch die... Oh shit, Wohnung. Vielleicht bedeutet die Eule immer, dass im Wohnzimmer um mich herum alles dunkel ist. Maybe. Finch, danke für den 22. Monat. Moin moin. Haarfarbe kann er geändert haben? Theoretisch ja. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel dir auf diese Art und Weise ein Bein stellt. So, wir haben einmal José und einmal Andrew. Das sind unsere Verdächtigen. Welcher passt eher auf die Beschreibung? Einer ist 173 schwer, der andere 160. Die 173 liegen etwas näher dran.
Könnte aber auch sein, dass der Zeuge sich verschätzt hat. Ich würde erstmal José untersuchen, Chat. Der kommt eher in Frage, meine ich. Okay. José Bridges. Wir gehen direkt auf sein Handy. Das ist meistens am aufschlussreichsten. Okay, José, was hast du in deinem Handy? Er hat gegoogelt GPS-Tracker. Oh. Vielleicht hat er deshalb irgendwas am Reifen gemacht. Der hintere rechte Reifen am Auto eines Fremden. Vielleicht hat er da den GPS-Tracker rangemacht, den er vorher gegoogelt hat. Maybe? License Plate Registry. How to kidnap someone? Wie kidnappt man jemanden? How are people caught trafficking? How do I secretly transport someone? Er hat sich erkundigt, wie er Leute entführt und wie wahrscheinlich es ist, dabei erwischt zu werden. Das ist ein Beweis. Oh. Der ist schuldig. Ich glaube, die Bilder sind noch aussagekräftiger als die Suche. Okay. Ich glaube, das können wir direkt abschicken. Polizei. War richtig, der ist auch schuldig, Chat. Schuldig as fuck. Ist Internet wieder aus? Habe ich gar nicht mitbekommen. Echt? Wir gehen kurz das Internet neu starten. So, also die Quote für heute haben wir erfüllt. Haben alles richtig gemacht. Wir können jetzt aber noch weiter arbeiten, wenn wir wollen. Oder halt einfach nur versuchen, die ganze Zeit das Haus auf und abzulaufen, bis es so spät ist, dass wir schlafen gehen. Aber die Fälle machen ja Spaß. Also wir setzen uns weiter ran und können sogar noch ein bisschen Geld dazu verdienen. Mit dem nächsten Fall können wir einmal Geld dazu verdienen. Und wenn wir noch zwei weitere Fälle lösen, gehen wir früher schlafen als normal. So. Geguckt. So, und die Angreifer werden von Nacht zu Nacht aggressiver. Kann sein, dass in der ersten Nacht alles super friedlich ist, überhaupt nichts passiert und dann zweite Nacht, dritte Nacht, vierte Nacht, dass sie da immer öfter auftauchen. Nur, dass ihr Bescheid wisst und wir unsere Deckung nicht zu sehr fallen lassen. So, der Verdächtige heißt Hayden Lewis. Oh shit, war schon so spät, dass wir schlafen gehen? Wie spät war's? Hat jemand auf die Uhrzeit geguckt? Ich weiß nicht genau, wie viel Uhr man schlafen geht. Oh fuck, ich muss neu abschließen. Okay. 4 Uhr? Okay. Merken wir uns, dass wir das im Auge behalten. Da war ich ja relativ... Das war ja knapp mit der zweiten Aufklärung. Der zweite Fall wäre fast zu spät gekommen. Egal, jetzt wo wir so viel geredet haben, jetzt wo wir so viel schon geklärt haben, arbeiten wir effektiver denn je. Okay. Okay, let's go. Rosanna Abedi. My ex-girlfriend Rosanna Abedi has been sending me crazy text messages, voicemails, driving past my house, yelling things out of the window as she drives by, etc. I tried going to the police to get a restraining order placed on her, or at the very least get a police report in writing about the way she's been harassing me since I dumped her. When I got there, the officers just laughed at me. Auto und Flugzeug gleichzeitig. Wir machen gleich nochmal einen Rundgang. Okay, bei dem aktuellen Fall wird uns eine Ex-Freundin gemeldet, die lauter hasserfüllte Textnachrichten, Sprachnachrichten und Co. an ihren Ex-Boyfriend schreibt, die vor seiner Tür auf und ab fährt mit dem Auto und ihn
kontinuierlich am Bedrängen ist, weshalb der Dude versucht hat, mit der Polizei in Kontakt zu treten, damit sie dazu gezwungen wird, sich auf Distanz aufzuhalten, Abstand zu halten. Aber die Polizei hat den Gebiss nur ausgelacht. When I got there, the officers just laughed at me and said they only reported real crimes. And if she was just saying things on the phone and in passing, it wasn't enough to waste their time in writing up a report on her. Rosanna has even gone to the lengths to harass my new girlfriend through texts. The last time we spoke, she said something bad was going to happen to me if we didn't get back together, which I'm definitely not doing. If the police can't help me, maybe making this report myself will. Okay, er hat inzwischen eine neue Freundin, die wird auch bedrängt von der Ex und er wendet sich an uns, weil sie halt Drohungen ausgesprochen hat, dass etwas Schlimmes passieren wird, wenn er jetzt nicht wieder mit seiner Ex-Freundin zusammenkommt. Mal gucken. Er hat einen Namen für uns, das ist ja schon mal gut. Rosanna Abdi. Shit. Das hätte ich kopieren sollen. In Perso können wir auch gleich noch raussuchen. Ups. Erstmal auf ihr Handy gucken. Alright. So, was hat die? Sie hat gegoogelt. Oliver Davis. Davis Family Address. Where to buy fake ID. How to secretly monitor someone else's text messages. How to kill someone and get away with it. Da gehen bei mir die Alarmglocken an. Nehme ich erstmal als Beweis. Most intimate ways to murder. Die intimsten Methoden, jemandem das Leben zu nehmen. Okay. Wie kidnappt man? Die hätte sich gut mit dem Typen von gestern verstanden. Okay. Die kleinsten, die minimalsten Strafen, wenn man jemanden kidnappt und dabei erwischt wird. Das ist ihr Boyfriend, nehme ich an. Tochter oder sie selbst? I don't know. So, Text Messages. Was haben wir hier? Hello, I was given this number by a friend. You do fake IDs, right? May I ask the name of the friend who referred you here? Aaron Shaw. Ah, okay. Yes, we do. I just need your desired birth date for the card and the name. Okay. Hier hat sie jemand kontaktiert, der Fake IDs, der einen falschen Ausweis ausstellt. Wozu braucht sie das? Why have you been talking to Oliver? Who is this? Rosanna, his girlfriend. Oh, I know you. You're not his girlfriend anymore. He says you're crazy. If you don't stay away from my boyfriend, I'll make you sorry. Okay, da hat sie jemand gedroht. I heard this was your new number. You can't get rid of me this easily. I will always love you, but you broke my heart. You better watch your back from now on. Rosanna? How did you get this number? Please stop, I'm serious. This isn't funny. Okay, sie hat irgendwie die neue Telefonnummer ihres Ex-Boyfriends herausgefunden und hat ihm geschrieben, ich liebe dich, aber du hast mein Herz gebrochen. Dafür musst du büßen. I'm going to hurt you worse than you hurt me. I promise you that. Ich werde dich noch doller verletzen, als du mich verletzt hast. Das ist ein Versprechen. Rosanna, answer my calls. Where's my sister? Please, just tell me she's all right. Where are you? Please, Rosanna, just tell me where you and my sister are. Please don't hurt her. Wartet mal. Hold up, Chat. Die Person, die uns diese Frau gemeldet hat, hat nicht davon gesprochen, dass seine Schwester vermisst wird. Die Person, die uns diese Meldung gemacht hat, hat einfach nur gesagt, das ist meine Ex, die harasst mich, die beleidigt mich, die lauert mir auf, die schreibt mir hasserfüllte Texte und Sprachnachrichten, ich habe Angst, dass irgendwas passiert. Die Person hat aber nicht davon gesprochen, dass seine Schwester vermisst gegangen ist. Ist das vielleicht ein anderer Ex-Boyfriend? Dessen Konvo hier wir gerade lesen? Und diesem anderen Ex-Boyfriend hat er die Schwester gekidnappt? Maybe. Ich würde sagen, wir nehmen das als Beweis. Licht ist gerade ausgegangen, habt ihr gehört?
Datum vergleichen? Gute Idee, können wir auch machen. So oder so, schuldig as fuck. Ist noch abgeschlossen. Okay. Warte, haben wir eigentlich die Tür wieder aufgemacht hier? Ja, ist noch offen. Okay. Andra, danke schön für den 14. Monat. Hoffe, dir geht's gut. Hi. Bisher ist es schön ruhig. Angenehm. Jetzt brauchen wir noch ihre ID und dann geht das zur Polizei. Sie ist 15 bis 20. Das reicht schon. Wir suchen nach Rosanda Abedi. Okay. Da ist sie. Sie sieht auch schon so ein bisschen crazy aus. Sie hat so diese verrückten Augen, die so sagen, ich entführe deine Schwester, wenn du mich verlässt. Ab zur Polizei. Sehr gut. Heute müssen wir 3 Fälle erledigen, sonst gehen wir Game Over. Lori, danke für den Follow. Hoffe, dir geht's gut. Hi, was habt ihr gemacht? Okay. I know this guy from a forum. He goes by Trailblazer online. Probably one of the best hackers in the game, and I'm not saying that as a joke. Guy has broken into all kinds of systems. Don't think there's something he can't break into. He's just that good. No one likes him on the forum, but he's respected. I hack too, but I'm nowhere near his league. Regardless, he asked on the forums the Euler. Wenn ich mich erschrecke, dann wollen meine. Dann mache ich meinen Mund so weit auf und irgendwie tun meine Zähne dann weh. Okay. Dann erschreck dich nicht. Ja, besser wär's, wenn wir den kommen, wenn wir bemerken, wie er angerannt kommt. War es schon zu spät oder ist es noch safe? Okay. Ich pausiere nochmal, um zu erklären. Also. Den Doktor kann man an verschiedenen Stellen, dem kann man an verschiedenen Stellen begegnen. Also. Erste Sicherheitsstufe. Also am frühesten kann man ihn bemerken, wenn er auf das Grundstück zurennt. Verzeihung. Er kommt immer irgendwie von der anderen Straßenseite aus dem Wald heraus. Man sieht ihn, man kann ihn über die Kameras immer anrennen kommen sehen. Ja. Wenn man ihn erwischt, wie er angerannt kommt, kann man ihn anleuchten und damit vertreiben. Wenn man diesen Moment verpasst, dann bleibt er für einen kurzen Zeitraum neben der Kamera stehen und jumpscaret dich, wenn du auf die Kamera zugreifst. So wie eben. Wir waren jetzt in Stufe 2. Wir haben ihn bei Stufe 2 erwischt. In dem Fall jumpscaret er dich, erschreckt dich und dann geht er aber erstmal weg. Wenn du ihn weder bei Stufe 1 erwischst, noch bei Stufe 2, dann kommen wir zu Stufe 3. Stufe 3 bedeutet, dass er sich reinschleicht und hier drinnen versteckt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das bedeutet. Man kann sterben, man muss aber nicht sterben. Man darf die Tür nicht öffnen, sonst ist man tot. Man darf, glaube ich, auch nicht zu lange am PC sitzen, sonst ist man tot. Und ich glaube, er kann dir auch von hinten, am Ende des Flurs, kann er dir so zuwinken und sich dann in deinem Schlafzimmer verstecken. Irgendwie so. Spoilertown? Na, nur, dass ihr Bescheid wisst, dass... Achso, nur weil die Frage aufkam, ob wir jetzt sicher sind oder nicht. Tut mir leid, ich dachte, ich erkläre einfach kurz, was Sache ist. Okay. Es geht um einen Hacker in einem Forum, in einem Online-Forum. Der wird nicht gemocht, aber er wird respektiert. Er ist ein sehr guter Hacker. Was will ich damit? Was ist er langweilig? Okay. I said, hey, why not? Nee, warte mal. He asked on the forums the other day if anyone wanted to team up to practice doing some shit. I said, hey, why not? So I sent myself up. We hop into a call on Discord. And suddenly it goes from practicing shit to fucking hacking into a bank security system. I noped out as soon as I heard that.
Hey, war da jemand an meinen Fenstern? What? Es hat gerattert. Ta-ta-ta-ta-ta. Okay, also, der Hacker hat in seinem Forum gefragt, ob andere Hacker Bock haben, so ein bisschen rumzuprobieren, ein bisschen rumzublödeln. Dann hat sich der Typ hier gemeldet. Aber aus Rumblödeln wurde dann die Idee, eine Bank zu hacken, in das Security-System einer Bank einzudringen. Und dann ist der Typ, der das gemeldet hat, sofort abgesprungen und hat gesagt, nope, ich bin raus aus der Nummer. Sagt uns jetzt aber Bescheid, dass der Typ irgendwie gefährlich ist und kriminelle Sachen macht. I heard that was the plan, but Trailblazer and the other 5 people working with him started talking about hacking to Chirper next, for the hell of it. I'm pretty sure they were serious about it too. Now listen, I know this guy is more than capable, bla bla bla, das ist kein Low-Tier shit. Fuck around with people's livelihoods, I know for a fact that he lives here, just don't know his name, bla 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 bla. Guys like him who give little to no fucks to the ones you must keep an eye on, trust me. Okay. Hm. Sollen wir dem Hacker nachrecherchieren? I don't know. Er ist zwischen 30 und 40. Er ist 6,6 groß. Ich mach mal 6 und 7 plus. Er wiegt ungefähr 255. 240 bis 275 machen wir. Male. Haare sind braun. Und Augen sind blau. Internet Connection ist gerade rausgeflogen. Well. Wie liegen wir in der Zeit? Es ist nicht mehr Mitternacht. Alles gut. Hallo Tamimimi. Wir spielen Scrutinized, ja. Spontan heute. Wir werden gleich gucken, auf wie viele Leute diese Beschreibung zutrifft. Hey Gamer, danke schön. Dir auch. Auto oder Motorrad draußen. Sehe allerdings niemanden angerannt kommen. Glaube, wir sind safe. Okay. Search. Das ist toll. Schön. Nur eine Person passt auf die Beschreibung. Und zwar Charlie Constanzo. Okay. Eule. Verdammte Scheiße. Junge, lass mich doch kurz ein bisschen arbeiten hier. Da ist er. Hinfort mit hier, Doktor. Weg. This damn power breaker. Oh, I need to flip the breaker in the file room closet. Ich hab zu oft gedrückt. Die guten Nachrichten sind, wir haben den Doktor vertrieben. Die schlechten Nachrichten sind, ich habe so viel gespammt, dass das Licht kurz raus ist. Wir sollten ganz kurz schauen, ob der Einbrecher, die Dunkelheit vielleicht genutzt hat, um unser Sicherheitssystem zu übergehen. Hä? Ich dachte, man darf nur nicht gedrückt halten, durchgehend. Aber scheinbar, selbst wenn du die ganze Zeit spammst, drücken, loslassen, drücken, loslassen, drücken, loslassen, überfordert das Stromnetz hier im Haus. Oh. Verjag ihn doch nicht. Ja, wenn ich ihn nicht verjagt hätte, hätte er mich wieder erschreckt und dann hätte meine Zähne wieder wehgetan.
So, wonach hast du gegoogelt? Easy dinner recipes, best daily coding exercises, white hat hacking job. How to hit on an aggressive chick. Wie macht man sich an eine aggressive Frau heran? Flugzeug? Ich glaube nicht, dass er so schnell hintereinander auftaucht. Aber sicher, sicher. Okay, Kiffer. Okay, programmieren. Okay, Zigaretten. Heftig. Die Texte sind wichtig. I got the fucking carpal tunnel. Wow, wait, for real? Put on a wrist splint or whatever and get online. We got shit to do. Yes, for real, on the right wrist. Doctor gave me a look. Fucking unfoul. Even your doctor thinks you're a loser. Shit sucks, dude. Fuck off. What were you planning on doing today anyway? I don't know, kinda wanted to try breaching again, since last time was pretty shitty, but I obviously need your help. Mama? Charlie, your dad needs help down in the bakery. He just got a big delivery. Are you around? Charlie? Shit, sorry, Ma. I just saw this. I'll drive down in 30. You don't have to if you're busy working. It's okay. I don't mind. I'm already on the way. Thank you, baby. Always so selfless. Oh, er ist ein Hacker, so. Er hackt sich so in Banken ein und macht krassen Shit. Aber für Mama und Papa hat er immer ein Herz. Wenn die Hilfe in der Bäckerei brauchen, ist er am Start. Megan von der Bank. Hey, C, wanted to confirm if the payment went through for the breach job you did. Hey, Megan, yeah, no worries, got it complete. Did you see the report? Yeah, showing it to my boss now. He liked the simulation you and your buddy set up. Very thorough. He'd like to bring you on to do some more pen testing if you're interested. I'm kinda liking this whitehead stuff, so maybe. You guys are gonna fix the shit we found, right? Shouldn't leave it exposed. If we found it, anyone can. Oh, wait, what? Our banks have one of the best systems in the country. Don't sell yourself short. We're taking everything in the report into consideration, no worries. In the meantime, consider the job offer, yeah? It's good pay. Wartet. Also, verstehe ich das richtig? Die Bank hat ihn angeheuert, um Sicherheitslücken zu suchen. Dann hat er der Bank diese Sicherheitslücken mitgeteilt, damit sie die beheben können. Er ist also kein Bad Guy. Der Typ, der uns das gemeldet hat, er hatte schon recht. Der Verdächtige hat wirklich versucht, sich in eine Bank reinzuklinken, aber auf deren Wunsch hin. Whiteheads sind doch gute Hacker. Ich kannte den Begriff bis dato noch nicht. Okay, dann haben wir unseren ersten Unschuldigen heute. Dann schreddern wir das. Der sollte das machen. Das lieb von ihm. Nice. Kein Fehler. 2 von 3 Fälle heute erledigt. Fehlt noch einer. Und wir haben noch 2,5 Stunden. Oh, shit. Bin ich tot? Wie lange ist das her? Wir haben noch 2,5 Stunden Zeit. Okay. Alright. Okay, letzter Auftrag für heute. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So I worked for a demolition company and recently I was tasked with cleaning out an old abandoned service building for demolition. A guy was lurking out in front of it, acting somewhat weird and shifty. He saw me walk up and asked me if I needed something. I told him I was about to clear out the building with my crew and he got slightly nervous. He made me wait while he got something from inside. When he came back out, he had a big black bag. Whatever was inside of it was pretty heavy. The guy was struggling to haul it away. There was nothing else of interest inside the building, though. Okay. Hier wollte jemand ein abgerissenes Gebäude sauber machen. Nee, hier wollte jemand ein altes verlassenes Gebäude sauber machen, bevor es da zum Abriss kommt oder so. Und vor diesem verlassenen Gebäude stand jemand, der sah so ein bisschen zwielichtig aus und der hat auch direkt gefragt, hey, was machen Sie hier, was wollen Sie hier? Warten Sie mal kurz,
Dann ist die zwielichtige Person rein ins verlassene Gebäude und hat einen schwarzen, schweren Sack mit nach draußen geholt, in dem sonst was hätte sein können. Vielleicht einfach jemand Obdachloses. Vielleicht ein Auftragskiller, der da irgendwie noch eine Leiche eingesammelt hat. Müssen wir uns angucken. Luna, hey, danke schön für den Raid. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Hallihallo, moin moin. Also, Name ist unbekannt, also müssen wir wieder nach Beschreibung gehen. 35 bis 45. 5,6 ungefähr groß. Wir sagen mal 5,6 bis 6. 220 schwer. Ja, passt, denke ich. Haare braun, Auge braun. Haare braun, Augenbraun. Kommt nur eine Person in Frage, das ist gut. David McNamara. Auto. Vorsicht. Da kommt er. Gut. Wenn wir die Suche erweitern, käme da noch jemand in Frage? Harry Ryan könnte noch in Frage kommen. Wir gucken erst David McNamara an. Scharnier quietschen? Was? Bei mir? Na, gab's kein Scharnier quietschen. Was hat der Doktor gesagt, als ich eben verjagt habe? Er hat gesagt, wow, dir kann man nichts vormachen, Mr. Schwabbel. Du bist echt ein Godgamer. Hallo ihr Lieben. Ja, hatten wir bei Terrascape. Oh, ich glaube, das kenne ich gar nicht. Hört sich gut an. Hey, freut mich. Gut. Was? Oh, hier war so ein Skillcheck, den ich verpasst habe. Whoops. Ah. Dauert das eine Weile, bis ich es neu benutzen darf? Oh. Whoops. Ich habe die App kaputt gemacht. Ich bin weggegangen, während der Skillcheck lief. Doktor wegen dem Knacken gestern. Oh, Doktor hat sich heute nicht gemeldet. Morgen habe ich einen Termin, dann weiß ich mehr. Chat, was? Rechner neu starten? Ich glaube, man kann den Rechner nicht neu starten. Wie lange dauert das? Wir haben nur noch eine Stunde 15 Minuten, bis wir abgeben müssen. Statt die App neu? Hab ich. Ich gehe noch mal eine Runde in der Zwischenzeit. Vielleicht bist du schon tot? Nein. Ah, jetzt geht's. Okay. Nicht nochmal weggehen hier. Das ist ja doof. Okay. Upcoming gun shows, best camouflage, hollow point bullets, most amount of times a person was shot and still survived. How do people get paralyzed from spine injuries? Wie kann man jemanden paralysieren? What the fuck? We're going for another hunt in a month. You in? Does the Pope shit in the woods? Haha, alright, I'll set it up. If it's on the table, I'd be in for two this time around. I'll see what I can do. I know the last time you were in and out before anyone had ever had gear on. Only thing I know for sure is that the window of time is limited, so if you want to do two, it'll obviously cost more. But time will be pressed too, and no hunter likes to be told to call it a night by someone else.
I built a wall for the trophies from the hunt, and it's looking a little bare. I'm thinking two more would make it look more pleasing to the eye. Whatever I need to do to make it happen is fine. Time is no issue for me. Eule. Er kommt wieder. Er versucht nochmal über die gleiche Seite. Internet ist raus. Ich hoffe, wir schaffen das noch, bevor Zeit vorbei ist. Also, ich will den nicht zu vorschnell verurteilen, aber es klingt so, als ob der Menschen jagt. Er hat sich mit dem Organisator unterhalten, hat gesagt, dass er jagt. Also, die veranstalten Events, bei denen gejagt wird. Und der Verdächtige hat sich ein paar Trophäen mit nach Hause genommen und will noch mehr davon. Vielleicht haben sie in verlassenen Gebäuden Menschen gejagt? I don't know. Warte, ist gleich vorbei. Fuck. Oh mein Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit. Chat, ich sag einfach, er jagt Menschen und gebe das ab. Einen Fehler dürfen wir uns erlauben, aber wir dürfen nicht Game Over gehen, weil wir... War ein Fehler. Shit. Der war vielleicht unschuldig oder ich habe einen falschen Beweis mitgeschickt. Aber es ist gleich 4 Uhr. Wir gehen gleich schlafen. Okay. Bereitet euch vor. Jede Sekunde kippen wir weg. Jede Sekunde... Wartet. Klar. Moment. Nacht Nummer 3. Irgendjemand hat das Fenster geöffnet. Vielleicht waren wir das. Vielleicht auch nicht. Wie gewinnt man? Indem man ausreichend Nächte lang durchhält. In dem Modus, in dem wir gerade spielen, müssen wir 5 Nächte durchhalten. Wir sind jetzt bei Nacht 3. Die Killer in dem Spiel auch immer aggressiver pro Nacht? Korrekt, ja, werden sie. Den Einbrecher haben wir noch kein einziges Mal gesehen. Wir sind aber auch ziemlich gut dabei, die Räume immer wieder zu überprüfen. Der kommt, wenn das Licht zu lange ausgefallen ist. Oh, das Internet-Shit. Wie man den Einbrecher sieht. Wenn du den Einbrecher siehst, ist es zu spät. Wenn du den... Ja, wenn du den siehst, ist es zu spät. Du musst verhindern, dass er einbricht und dich kidnappt und ins Ausland verschifft, indem du immer wieder alle Räume abgehst und sicherstellst, dass überall das Licht brennt. Wenn irgendwo das Licht zu lange aus ist, kommt er an und räumt erstmal den Sicherheitsmechanismus des Fensters aus dem Weg. Er schließt das Fenster auf und... Wenn du auch diesen Moment verpasst, ist es zu spät und du bist dran. Man kann auch durch die Fenster rausgucken ein bisschen, ja. Das geht. Okay, heute müssen wir 4 Aufträge. Heute müssen wir 4 Dinge erledigen. 4 Fälle. Gestern haben wir gerade so 3 hinbekommen. Scheiße, ich muss mir ein bisschen mehr sputen. I don't know how big Sergei's family is, but every couple of months or so, I see him bring in a van full of people into his house. They sound like they are speaking Russian or another language from the Eastern Bloc. This... Okay. Sergei says he lets them stay for a month, so while they settle in and find work and then eventually move out. For a house that's seemingly always full of people, it's oddly quiet most of the time. I don't know where to go with this information, since it doesn't really seem like he's doing anything wrong, but maybe keep an eye on him. Keine Ahnung, da hat jemand seinen Nachbarn verpfiffen, weil der einmal im Monat einen Haufen Leute mit einem Van anschleppt und die bei sich wohnen lässt.
bis die sich so ein bisschen integriert haben und, keine Ahnung, so ein bisschen sich an die Surroundings gewöhnt haben. War noch mal eine Eule? Echt? Oh, das könnte bedeuten, dass das Licht um uns herum ausgefallen ist. Die Eule habe ich nicht mitbekommen. Nee, danke. Little, danke für 2 ganze Jahre. Hoffe, dir geht's gut. Danke, dass du schon so lange hier bei uns bist. Nee, alles gut. Hört sich erstmal nicht so verdächtig an, aber wir können kurz abchecken, was mit dem los ist. Sergei Jelzin. Alright. How to keep a baby quiet, MoneyGram transfer safe, how long, no food, no water before B died. Wie lange kommt man ohne Essen und Trinken aus, bevor man stirbt? Ist eine interessante Google-Anfrage. Und jetzt brauchen wir auch 2 Hinweise, seht ihr? Wir brauchen 2 Beweismittel, um jemanden zu überführen. Das ist eine komische Frage, die packe ich da mal rein. Pictures. Verschifft der Frauen? Jemand, der Menschenhandel betreibt? Wirkt so ein bisschen danach. Aber die Bilder der Frauen sind nicht aussagekräftig. Die sind nicht gefesselt oder so. Wir sollten in seine SMS reingucken. In seine WhatsApp-Dinger. Sergei, you bring me shit girls. One bit Vadim's face and Vadim have to get rid of her. And 2 run away. Terrible, Sergei. Terrible. Sergei, bring me good girls. Only next time. You need to train girls before you give me. I have no time for bad girls. Sergei, if girls no listen, no give me, yeah. Keep girls until listen, then bring me. Sergei, you bring me with discount next time, okay? If bad girls again, I have to talk with Vadim. And Vadim talk with Hans. Okay, good. 6 girls next time and discount. Okay. Bestätigt. Er verkauft Frauen. Frauen, die ihre... Ja, keine Ahnung. Die Leute, die die Frauen kaufen, werden teilweise von denen gebissen, weil die ihrer Freiheit beraubt werden und missbraucht und hast nicht gesehen. Und dafür hat der Verdächtige so ein bisschen Anschiss bekommen. Er soll die Frauen erstmal erziehen und denen beibringen, dass sie nicht beißen dürfen, wenn sie geknebelt verkauft werden an andere Männer. Wow. Gut, dass jemand aufmerksam war und den bei uns gemeldet hat. Wir haben einmal die Suchanfrage und wir haben diesen Textverlauf. Ich glaube, das sind gute Beweise, damit die Polizei sagt, alles klar, den schnappen wir uns. Ja. In den Rest könnten wir reingucken. Das ist halt immer so die Sache, ne? Jetzt, wo die Zeit immer knapper wird, müssen wir uns fragen, wollen wir noch mehr lesen? Wollen wir noch mehr über den Typen erfahren? Oder sollen wir abbrechen und sagen, wir haben alles, was wir brauchen, abschicken und zum nächsten Fall übergehen? Wenn wir zu viel Zeit verplempern, könnte das eng werden. Du meinst so, wie du das mit dem Clip angekündigt hattest? Warte, was für ein Clip? Was? So, Chat, ich habe endlich alles fertig und um 4 geht's los zum Flughafen. Starte alle fein und komm gut in die neue Woche. Denk an die Nachricht, was du gerne möchtest. 2 Wochen hast du Zeit. Lotta, danke schön. Oh mein Gott. Bis dann kann ich auch wieder Süßigkeiten essen. Das ist richtig gut. Das trifft dich super. Ich wünsche super viel Spaß in den USA. Pass auf dich auf. Guten Flug und viel Spaß mit der Familie. Alles Liebe. Flugzeug. Ich sehe aber niemanden. Vielleicht nochmal Durchgang, bevor wir den Typen verklagen. Der Clip vom einmal Scrutinize, wo du meinst, du beißt die alle. Oh, ach so. Ja, die Frauen haben es genauso gemacht, ja. Ich beiß ihnen allen die Schwänze ab. Alright. Ja, ich denke, wir sind durch mit dem. Ich werde das abschicken. Auch wenn es interessant wäre, zu gucken, was er noch so für Dreck am Stecken hat. Vielleicht ganz kurz rüberfliegen. 2 more can work.
Both have everything to start. Tell me if you want before Sunday or I go to other men. Yeah, that's good. I have 6 months to work. After that, they get back to you, okay? Yeah, Sunday, okay. Ein weiterer Klient, der Frauen kauft. They tell me one has baby. Okay or no? Yeah, we take baby. Give to old ones. Young ones working? No time for baby. Disgusting. Okay, lass uns den einfach wegsperren. Der ist... Scheiße, wir wissen nur, dass er männlich ist. Okay. Kurz die Datenbank abrufen und dann nach Sergei Ausschau halten. Sergei Yeltsin. Dude. Lass mich das noch ein bisschen einschränken. Das Licht ist ausgefallen, hab's gehört. Vorher noch an die Polizei. Okay, das war richtig. Ob die auch Babys verkaufen? In der Nachricht stand, dass die, dass das Baby in Ordnung ist. Sie nehmen die trotzdem samt des Babys. Aber die Jungen hätten keine Zeit für das Baby, also soll das Baby an die Alten weitergereicht werden. Weiß Gott, was das bedeutet. Gute Nacht, Luna. Schlaf schön. Okay, Edwin Thompson ist der nächste Verdächtige. It's fucking Edwin again, man. Same old shit. He has a habit of taking way too many drinks at my bar, does some dumb shit, like start a bar fight, gets kicked out, somehow crawls back in like a cockroach that won't die, and raises a storm when the bartender says she's cutting his ass off. Last night was a whole other monster, man. Comes in around 8, down some Tim Dean, like his life depends on it, pukes half of it out on some poor guy who's having a rough night, starts yet another fight with another one, and somehow got shanked in a mess. I hear he's doing fine, but hey, he started it. Do me a favor, toss him in a cell for a week or two, yeah? Okay, das kann, ist, was? Wir können gucken, ob der Dreck am Stecken hat, die Person, die reportet wird, aber das ist einfach jemand, der ständig in eine Bar läuft, betrunken wird, eine Kneipenschlägerei anzettelt und ein Terz macht. Eine nervige Person, das, was er macht, ist, tut ihm nicht gut, tut anderen Leuten nicht gut, aber gehört jetzt eigentlich nicht zu meinem Aufgabenbereich. Ich mache hier Leute dingfest, die Menschenhandel betreiben und Hunde essen. Counseling. How to get over loss. How to cope with loss. Oh, er hat jemand verloren. Und deshalb hat er etwas doller getrunken als zuvor. Oh no. Hey, Pops. Leah and I were thinking... Warte mal. Leah, Internet ist auch gefallen. Leah and I were thinking about heading back to town for Thanksgiving. Mom isn't answering, so I figured I'd text you. Hi, honey. That sounds great. I can't wait to see you. Hi, Pops. I know it's only been a few days, but I need to know if you're okay. This really isn't the kind of thing you can get over on your own. I miss Mom too, a lot. Oh no. Und sie hat seine Frau verloren. Und die Tochter ihrer Mama. Das ist der Grund, warum er in die Bar geht und sich so exzessiv betrinkt. Das schreddern wir. Das muss nicht an die Polizei weitergeleitet werden. Traurig. Ich steck meine Nase da nicht weiter rein. Okay. Ich habe das Internet vergessen. I'm stupid. Okay.
Bevor ich das Internet wieder reinstecke, können wir noch lesen, was los ist. I've seen this man inside his car, hanging around and driving past 3631 Briar Hill, LN, repeatedly for the past 2 weeks. Fellow neighbors claim that this car is unfamiliar to them and that the man has not been seen getting out of the vehicle, only watching the house from inside his car. One neighbor reported that she saw him looking at the house and writing things down during one of the nights he stopped by. Ein Auto, das nicht zur Nachbarschaft gehört, hält immer wieder vor einem bestimmten Haus. Die Person da drin steigt nicht aus, der Fahrer steigt nicht aus, sondern notiert sich einfach irgendwelche Sachen. Klingt, als ob die einen Privatdetektiv angeheuert hätten oder so. Billy, danke für den 32. Monat. Moin, moin. Hallo, Diaz. Moin, moin. Oder ein Stalker. Okay. Ich soll es nicht zu schnell schreddern. Nicht zu schnell als ist nichts passiert abtun. Vielleicht ist es auch ein Stalker, der sich aufschreibt, wann die Frau, die er beschattet, die Frau, die er Was waren das für Geräusche, Chat? What the fuck? Ja, vielleicht verfolgt er den Tagesablauf von einer Frau oder so. Tut mir leid, dass ich nochmal alles abgehe. Hat sich angehört, als ob jemand an meinen Fenstern wäre. Hey, ich wollte schöne Grüße aus Münster. Hallo, Jero. Dir auch liebe Grüße. Moin, moin. Soweit, so gut. Okay. Wir haben kurz nach Mitternacht. 4 Stunden noch Zeit. Die Person, die wir suchen, ist ungefähr 35 bis 45. Ist ungefähr 6 Fuß groß. Ist ungefähr 2,15 schwer. Männlich. Graue Haare. Und braune Augen. Mal gucken, auf wie viele Leute das zutrifft. Auf eine Person. Na geil. George Byrne. Internet ist schon wieder raus. Was ist denn los hier? Huh. Guck mal, wer da kommt. Hält fort mit dir, dreckiger Doktor. Mein Internet kappen, hä? Damit du dich, während ich am Router sitze, hier reinschleichen kannst. Nicht mit mir, ich bin aufmerksam. Okay. Safe Vodafone? Maybe. Könnte sich auch Upgrades kaufen, ja. Damit das irgendwie schneller lädt oder so. Wir können natürlich auch jederzeit die Polizei abfragen, ne? Die Polizei fragen, ob der Typ schon mal auffällig war. Search history, youandi.com. Jokes about marriage. How to tie a noose. How to be convincing. Are you coming over tonight? Yes, maybe around 9:30. Are you still okay with everything we talked about? I'm going to go to domicile depot tomorrow to get supplies. I think so. I need you to be sure. I don't know if I can go through with this, George. Don't you love me? Yes. Don't you want to be with me? Of course. Then we have to do this. This is the only way. Are you sure this is the only way? Why don't they just get a divorce and then we can be together? Maddie, we need his money. This is the only way. I guess you're right. Okay, let's do this. Send me a picture of him so I know who to look for. I bought rope. We'll make it look like he did it himself, okay? Everything is going to work out fine. I'm putting all my trust in you. Okay, you're going to need to be out of town until Monday. I'm going to do it on Saturday night.
once the neighbors are asleep, okay? Also, kein Privatdetektiv. Folgendes. Der Verdächtige ist zusammen mit einer Frau, die noch verheiratet ist. Und anstatt sich scheiden zu lassen, erzählt der Verdächtige seiner neuen Freundin, dass sie ihren Ehemann töten sollten. Er übernimmt das auch. Dann kriegt sie halt das Geld von dem Verstorbenen und ja, die können halt zusammen sein plus Geld. Ist doch besser, als sich scheiden zu lassen und weniger Geld zu bekommen. Er hat sich schon alle möglichen Sachen gekauft. Er hat sich ein Bild von ihr zuschicken lassen, von dem Mann, damit er auch nicht die falsche Person umbringt. Der ist ein eiskalter Killer. Oder wird es bald sein. Aber das ist nur ein Beweis, die ganze Konversation. Wir brauchen mehr. Das Bild, das sie ihm geschickt hat, wäre der zweite Beweis, oder? Oder sollen wir... Meint ihr, das ist Beweis genug? In der Suche war auch ein Beweis? Was hat er Komisches gesucht? How to tie a noose? Wie man... Was ist ein noose? Irgendwas mit Seil. Eine Schlinge. Wie man eine Schlinge knotet. Ist das in dem Zusammenhang... Ja, könnte auch als Beweis gelten, oder? Oder haben wir etwas... Haben wir etwas Schlag... Etwas Handfesteres? Also ihr sagt, die Konversation, erster Beweis und die Suchanfrage, wie man eine Schlinge macht, zweiter Beweis? Oder das Bild von dem Mann als zweiter Beweis? Ein Einkaufszettel? Wir könnten auch gucken, was er mit der Kreditkarte gekauft hat. Da wäre dann halt das Seil zu sehen. Das stimmt. Oder wir könnten eine Polizeiabfrage machen, ob er in der Vergangenheit schon mal auffällig geworden ist. Wegen irgendeiner Gewalttat. Das geht auch. Dass wir jetzt hier bei den Polizeidingern sagen, George Byrne. Er hat was. Hiding in a shed in the backyard. Suspect was in possession of a 9mm pistol as well as a small hunting knife. Was reportedly having an affair with Regina Derringer, the lady of the house, and intended to kill her husband, Stephen Derringer. Ach, das hat er schon mal gemacht. Aber er wurde erwischt, bevor er den Ehemann töten konnte. Das ist ein guter zweiter Beweis. Nehmen wir das. So, schuldig. Ab zur Polizei. Nice. Noch eine Abfrage und wir haben 3 Stunden Zeit etwa. Oh Gott, scheiße, wie lange ist das schon dunkel? Oh oh. Ist hier noch zu? Okay. Okay. Da ist er! Oh. Oh mein Gott. Wenn wir ein paar Sekunden später gekommen wären, Oh, nein. Ihr wolltet doch mal den Einbrecher zu Gesicht bekommen. Man hat nicht viel von ihm gesehen, aber er war auf der anderen Seite des Fensters und er hatte gerade diesen Riegel umgelegt, weil er Bock hatte reinzuschauen. Ich war vielleicht etwas zu vertieft in die Konversation. Okay. Kannst du nochmal machen? Nein. Kamera nochmal. Sieht okay aus. So. She just came out of nowhere. She was wearing these gross, disgusting clothes and she stank to high heaven. This girl was just waving a razor blade in people's faces in front of the courthouse like a maniac. I kept my distance, so I admit I didn't get the best look at her. After a few minutes, she ran off and I wasn't about to go chase her down. She was screaming all kinds of weird stuff. But I know she yelled something like,
I am Beverly Olive or something. I don't know. She was talking like a crazy person. I've never seen her before, but I guess she's probably got a lot on her plate. Okay. Eine Frau, die so ein bisschen durchgedreht ist. Schmutzige Klamotten, hat gestunken und hatte ein Rasiermesser in der Hand, mit dem sie vor dem Ratshaus am Rumfuchteln war und Leute angeschrien hat und jedem ihren Namen verraten hat. Vielleicht wurde sie erpresst. Irgendwo kommt das Brief. Ein Flugzeug. Wer klopft hier? What the fuck? Kam der Doktor angerannt? Da ist er. Bro. Ey. Sind wir jetzt safe? Den Fall müssen wir noch klären, sonst haben wir Probleme. Weniger als zwei Stunden. Okay. Beverly Olivares. Oh, shit. Okay. Drug Lord Case Studies. Maps, Assistant DA Private Lawyer, How to Live on $60,000. Beverly Olivares Photo Framed, Beverly Olivares Soto Attack. I know you're reading this, I've been framed. Sie sendet uns Nachrichten. Das wurde mir angehangen. Ich weiß, dass du das hier liest. Bitte, du musst mir glauben. Das wurde mir angehangen. Ich weiß, dass mein Telefon eingezogen wird und dass es zwecks Beweismitteln untersucht werden wird. Ich wurde bedroht. Sie sagt, sie wurde von einem Mafiosi bedroht. Von einem Drogenbaron. Und dass ihr das angehangen wurde. Das bedeutet schreddern? Oder versucht sie damit nur einer anderen Tat aus dem Weg zu gehen? Wie viel Zeit haben wir noch? Eine Stunde. Lieber Gott, bitte lass sie meine Telefonhistory überprüfen. Ich habe das nicht getan. Das war nicht ich. Das wurde mir angehangen. Private number. Eine private Nummer hat ihr geschrieben. You know, I know someone who looks just like you, Beverly. Just a haircut away from being almost identical. Just letting you know that in case you decide to show your face in court tomorrow. Of course, I can't do anything to you that'll stick, but your face, covered in shit, attacking people on the local news. That won't be a good look for you, Beverly. I don't know who you are, but you're not going to stop me from doing my job. The law is on my side. Don't say you were never warned. You do well to take this seriously. Okay, die Privatnummer hat ihr geschrieben, hey, weißt du, ich kenne da jemanden. Und diese Person, die ich kenne, die bräuchte nur einen neuen Haarschnitt und dann wäre sie dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Man könnte euch nicht mehr unterscheiden. Wie wäre es also, wenn du morgen nicht vor Gericht auftauchst, ha? Und sie so, nein, nein, das tue ich nicht, das Gericht, sie war tapfer und hat gesagt, ich lasse mich nicht einschüchtern, das Gesetz ist auf meiner Seite,
ich höre nicht auf dich, ich werde sehr wohl vor Gericht erscheinen. Und dann meinte er, okay, alles klar, aber beschwer dich nicht bei mir, wenn jemand, der aussieht wie du, mit Scheiße im Gesicht, in den Nachrichten auftaucht und alle Leute denken, das wärst du gewesen. Ich ruiniere deinen Ruf. Katniss, danke für den 28. Monat. Hallo, moin moin, vielen Dank für den Resub. Die Frau ist unschuldig, schredder nur. Ascendancy hat das alles inszeniert. Glaube ich nicht. War richtig, das zu schreddern. Sehr gut. Okay. Sieht gut aus, Chat. Sieht gut aus. Wir werden immer... Wir spielen uns immer weiter warm. Okay. Vielleicht können wir einen Bonusfall erlegen. Max Beaumont. Max is a bartender. Recently, when all these girls started asking around with their boyfriends about being drugged in the bar, he started acting pretty weird. It's explainable. I mean, he might lose his job, but I don't know Max all that well, to be honest. So I'm contacting you for help. Some of these girls claim they never took the hand off the drinks, so I guess it points to Max. They could also be lying. These girls are claiming they were targeted specifically, and if it's true, then Max is really in deep shit. Okay. Folgendes Szenario. Der Beschuldigte ist ein Barkeeper und einige der Frauen, die da ihre Drinks zu sich genommen haben, standen im Nachhinein unter Drogeneinfluss, ohne dass das gewünscht war, ohne dass sie selbst was reingemixt hätten. Besonders interessant ist, dass einige Frauen, die eben so einen manipulierten Drink getrunken haben, dass die gesagt haben im Nachhinein beim Verhör, dass sie ihre Hand nie vom Drink genommen haben. Sie haben ihren Drink nie aus der Hand gegeben, haben nie die Augen vom Drink gelassen. Niemand hätte eigentlich die Chance gehabt, da irgendwelche Drogen reinzumachen. K.O.-Tropfen oder was weiß ich was. Die einzige Person, die also die Möglichkeit gehabt hätte, da die Drinks mit Drogen zu versehen, ist der Barkeeper. Dass da das Zeug schon drin war, bevor die Frauen das in die Hand bekommen haben. Das sollen wir jetzt untersuchen. Ich weiß aber nicht, ob eine halbe Stunde reicht. Panda-Monster, danke für den verschenkten Zap. Oh. What are the best dogs to get if you are away all the time? Good lawyers in my area. Steps to prove you're being framed for a crime. What to do when police... when getting questioned by police. Okay, also laut seinen Anfragen ist er auch der Meinung, dass ihm das angehangen wird. Er scheint von seiner Unschuld überzeugt. Vielleicht hat er aber diese Eingaben auch nur getätigt, damit die Polizei denkt, oh, wow, oh mein Gott, du hast gegoogelt, was man machen sollte, wenn man fälschlicherweise einer Straftat bezichtigt wird. Du musst unschuldig sein. Oh, wir schlafen. Okay. Nacht Nummer 4. Chat. 22:54. Nacht Nummer 4 und Nacht Nummer 5 warten noch auf uns. Die machen wir beim nächsten Mal. Ah. Panda Monster, danke für den verschenkten Sub. Und Mr. Reddish, danke für die 9 Monate. Let's go? Ja, let's go. Schlafen. Vielen Dank für den Resub. Super lieb von dir.